herzlich willkommen zurück zu Bücher über Berlin. Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Herzlich angeklickt habt. Herzlich angeklickt. Herzlich. Ach, wir haben immer noch zauberhaftes Wetter. Ja. Die Kinder schreien fröhlich vor sich hin. Ja, lass sie. Das ist. Ich kann so nicht arbeiten. Ich schon. Wirklich? Ja. Dann arbeite ich doch mag mal. Das. Ja. Und zu diesem zauberhaften Wetter, Achtung, Überleitung, habe ich auch ein zauberhaftes Buch mitgebracht. Ja, da hat es die Überleitung aber geschmissen. Ben Aronovich, Die Flüsse von London. Gibt mittlerweile auch schon noch zwei Nachfolgebände. Das hast du geübt, oder? Was? Den Autornamen? Ben Aronovich. Aber der spricht sich wahrscheinlich... Vorhin war es noch Aronovich. Ben Aronovich. Aber er spricht sich wahrscheinlich ganz anders aus, weil... Er ist ja Engländer. Wütende Zuschriften bitte an. Die Flüsse von London. Und das ist etwas, was ich persönlich ja sehr faszinierend finde. Es geht nämlich um Zauberei. Oh. Und es wird auch behauptet, dass Zauberei tatsächlich existiert. Natürlich. Der junge Peter Grant ist gerade frisch gebackener Police Constable. Und bei seinem ersten... Fall, eigentlich gar nicht mal bei seinem ersten Fall, aber es begegnet ihm ziemlich schnell eine sehr dubiose Figur, der eine ganz besondere Abteilung der Londoner Polizei leitet, nämlich die sich mit magischen Geschichten beschäftigt. Also so übernatürliche, paranormale... Genau, das ist alles, was man sich nicht erklären kann. Dafür existiert diese höchst geheime Abteilung. Und Peter Grant... Sie wird von Dumbledore geleitet. Ja, so ungefähr. Er scheint auf jeden Fall ähnlich alt zu sein wie Dumbledore. Und dank dieses Leiters entdeckt Peter Grant, dass er auch magische Fähigkeiten hat und zaubern kann. Ach. Jetzt muss man das allerdings lernen. Das ist nicht so leicht mit dem Zaubern. Aber heißt Zaubern Zaubern oder ist das jetzt so, hier, ich habe hier einen Karnickel schon im Zylinder? Nee, Zaubern heißt richtig Zaubern. Ich glaube, eine der ersten Übungen ist, ein Licht herzustellen, was schon mal auch nicht so leicht ist. Und man muss elektrische Geräte beim Zaubern möglichst entfernt halten, weil die haben dann einen Defekt. Also er baut sich dann für sein Handy eine besondere Sicherung ein. Und was man auch noch beachten muss, man darf am Tag nicht zu viel zaubern, weil die Gehirnzellen werden dadurch sehr schnell aufgebraucht. Hm. Und die brauchen eine Zeit, um sich zu regenerieren. Im ersten Band... Wird man dann dumm oder nur müde? Dumm. Dumm. Beziehungsweise, da gibt es noch andere... Oder ich möchte hier einen großartigen Trick zeigen. Oder auch wer böse. Ich? Also, es kommt dann noch eine andere junge Police Constable dazu, die ebenfalls zaubern kann. Und im ersten Band muss er sich allerdings mit einem Friedensschluss auseinandersetzen, nämlich die Flüsse von London haben alle ihren Gott, ihren Flussgott, die sich die Flüsse untereinander aufgeteilt haben und die nicht sehr gut zum Teil aufeinander zu sprechen sind. Da muss Frieden gestiftet werden. Nebenbei muss noch ein übler Verbrecher besiegt werden, der auch magische Kräfte hat, der böse Überzauberer. Weil es gibt nicht mehr so viele Zauberer in England, die sind alle irgendwann, ich glaube in irgendeinem Krieg sind die alle gefallen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist auf jeden Fall auch eine wunderschöne Welt und diese Abteilung wird bei der normalen Polizei immer ein bisschen scheel angesehen. Denen Klar. ist das nicht so ganz koscher, was da passiert. Ja, also wer Spaß hat an skurrilen, mysteriösen Geschichten, wer jetzt dem 7. Band von Harry Potter hinterher trauert, das ist so ein bisschen Harry Potter für Erwachsene. Und die, sag mal, sind die, vielleicht habe ich gepennt oder habe mich dumm gezaubert, aber sind die Flüsse, ist das so eine Art Gilde oder so? Also nee, so richtig das... die Flüsse. Die Themse hat Ach so, okay. ihren Gott und dann fließen natürlich durch die Erweiterung gibt es viele unterirdische Flüsse. Verstehe. Und die Themse-Göttin hat natürlich auch Kinder. Und okay, ich wusste nicht, ob das jetzt die Zauberer sind, die quasi nein, die Flüsse ist, das heißen. Ist noch mal, das sind diese anderen magischen Geschöpfe. Unsere Welt ist voller magischer Geschöpfe und die Flussgötter sind unter anderem welche. Und die, gerade wenn die sich streiten, ist das nicht so schön. Ja, ich kann es euch nur empfehlen, das ist richtig amüsanter und auch spannender Lesespaß. Die Flüsse
von London. Viel Spaß damit. Viel Spaß.